Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic Minecraft. Wieder ein wunderschöner Tag. Und ihr habt in die Kommentare geschrieben, was ihr als erstes sehen möchtet. Und es ist der Velociraptor geworden. Den Tyrannosaurus, den haben sich die wenigsten gewünscht. Aber der ist wahrscheinlich auch echt cooler für später, das habt ihr auch geschrieben. Also wird unser erster Dinosaurier, den wir dann fertig machen werden, der Velociraptor sein. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir dafür genau brauchen. Irgendwie so ein Analysator oder so, glaube ich, war das, ne? So, ich habe nachgeguckt. Wir brauchen, um aus der DNA ein Ei zu machen, einen sogenannten Culture Vat. Das Rezept kann ich mal einblenden. Dafür brauchen wir Glas, Metall, einen Eimer mit Wasser und einen Schleimball. Eigentlich haben wir alles, außer halt den Schleimball. Da müssen wir jetzt Slimes suchen. Solche grünen, viereckigen Blobs, die rumspringen. Da hatten wir ja letztens auch schon einen gefunden in Schwarz. In der letzten Folge war es, glaube ich, dieser Terra-Blob. Und so einen brauchen wir halt in Grün. Ich glaube, die sind schwer zu finden. Aber wir fahren jetzt einfach mal mit dem Boot ein bisschen rum. Und gucken am besten irgendwie nach einem Dschungel. Da gibt es, glaube ich, öfter. Beziehungsweise Sumpf, nicht Dschungel. Und auf so Ebenen kann man die natürlich auch ganz gut erkennen, denke ich. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, wenn wir neue Biome erkunden. Ich fahre jetzt einfach mal hier unten hin. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir irgendwo so einen Schleim finden. Weil ohne den Schleim werden wir nicht weiterkommen. Den brauchen wir zum Beispiel auch noch für eine Leine und sowas. Das ist eine neue Welt. Das sieht cool aus hier. Was ist denn das für ein Biom? Sehr schöne Bäume. Es wäre so nice, wenn wir diese Folge schon Schleim finden würden. Dann könnten wir nämlich echt weitermachen. Und ich freue mich auch auf den Velociraptor. Weil den habe ich, glaube ich, noch nie vorher gemacht. In den letzten Malen, wo wir gespielt hatten. Gerade richtig schön hier aus. Auch wenn hier so ein paar Loading-Fehler gerade noch sind. Schon wieder ein Pterodinosaurus da oben. Also, schön vorsichtig sein. Lassen wir nicht durch. Ah, das ist hier ein Engpass. Ich würde gerne hier hinten hin, weil hier ist wieder so eine Ebene. Aber wie kommen wir da hin? Könnten da oben lang gehen? Hier durch? Dann da runter? Oder wir gehen hier weiter. Ich würde eher sagen, dass wir hier weiter schwimmen. Diese Richtung. Beziehungsweise nicht schwimmen natürlich. Rudern. So, die Kühe nehmen wir ja nochmal schnell mit. Das brauchen wir auch noch, ne? Zuckerrohr und Kühe. Und Verzauberungen. Das heißt, es macht gerade einfach Sinn, dass wir diese Folge viel erkunden. Boah, muss man in die Ego-Perspektive. Ist ja schlimm hier mit den Bäumen. Alter, das Schaf bedrängt mich voll. Ich glaube, das will auch sterben. So, das Leder haben wir. Und dann geht's weiter. Genau, wir fahren jetzt einfach hier die Küste entlang, würde ich sagen. In der Hoffnung, halt irgendwo so einen Blob zu finden. Das wäre so praktisch. Ich nehme aber auch noch alles hier an Zuckerrohr und sowas mit. Ich meine, wir haben es ja auch jetzt extra angepflanzt, aber wir werden davon so viel brauchen. Die ganzen Bücherregale. Und was ich halt sehe, nehme ich mit. Die Viecher schon wieder. Ich habe immer keine Lust, die Perspektive zu ändern. Ja, da vorne ist noch Wüstenbiom, was wir noch nicht erkundet haben. Ich glaube, ich fahre da mal rüber. Weiß halt nicht, ob diese Schleime auch im Wüstenbiom spawnen können. Kein Plan. Also ich kann mich mit den Schleimen nicht so gut aus. Ich hatte die auch schon mal gegoogelt, aber da stand, glaube ich, dass sie fast überall spawnen können. Aber nochmal eine extra Chance im Sumpf oder sowas haben. Deswegen, wenn wir irgendwie sowas Sumpfiges finden, das hätte schon was. Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen noch an Land jetzt weitergehen. Das kann ja sein, dass wir auch was anderes finden. Ist halt so viel Wasser, das geht halt viel schneller. Ich möchte halt so viel wie möglich jetzt im Laufe des Tages erkunden. Es wird, glaube ich, gleich schon wieder Nacht. Der Tag-Nacht-Zyklus ist nämlich sehr, sehr kurz. Ja, da vorne sind wieder die Diplodocus. Also es ist wahrscheinlich wieder das gleiche Biom, was wir die ganze Zeit schon hatten. Ich werde aber, glaube ich, einmal da oben hochgehen. Nur um zu gucken, ob da auch Slime sind. Einmal so auf die Wiese rauf.
Guck mal, Kühe sind auf jeden Fall. Das hat sich also gelohnt, hier hochzulaufen. Ja, der Baum ist gleich fast weggebrannt. Ist bestimmt wieder... Oh, was ist da? Ein Dorf oder so. Da gehen wir jetzt gleich hin. Das ist cool. Nachdem ich hier das Leder alles mitgenommen habe. Oh, hier sind so viele Kühe, das ist richtig gut. Ich glaube, wir haben gleich schon genug Leder. Alter, wie schnell sie rennt. Also ich habe jetzt wirklich ohne Ende Kühe hier gefarmt. 27 Leder, das reicht, glaube ich, schon. Die zwei Kühe nehme ich noch mit. Wir haben ja auch noch schon was zu Hause an Leder. Und dann gehen wir mal zu dem Dorf rüber. Ich werde jetzt mein Boot auch da hinten stehen lassen, aber ist egal, wir können uns ein neues bauen. Ich will halt jetzt vor Nachteinbruch gerne noch da drüben ankommen. Weil im Dorf haben die bestimmt Betten, wo ich schlafen kann. Das wäre praktisch. Wir müssen halt nur aufpassen, weil hier auch noch diese Viecher sind. Geh mal lieber rechts rum. Ja, die blendende Sonne macht es halt auch nicht leichter, da hinzukommen, denke ich. Da übersieht man dann halt schneller Dinosaurier. Noch mal so viele Kühe. Oh, komm. Kann nicht anders, Leute. Zumindest noch ein paar mitnehmen auf dem Weg. Ach du Scheiße. Das ist jetzt ein Problem. Was mache ich denn jetzt? Da einfach so Spinos. Aber ich möchte zu dem Dorf, sage ich euch ehrlich. Jetzt haben wir mal ein Dorf gefunden. Das heißt, ich versuche, glaube ich, mal hier jetzt rüber zu kommen. Das ist genau zwischen den Dinos. Könnte aber funktionieren. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, wir sind weit genug weg. Weiß halt nicht, inwiefern wir im Haus sicher sind, weil es gibt auch Dinosaurier, die Strukturen zerstören können. Guten Morgen. Beziehungsweise Abend eher. Wir brauchen traden, das ist auch cool. Und das bringt uns gerade nichts. Ernten könnten wir hier auch. Machen wir aber gleich am Tag. Gegen Kohle. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Hallo. Jetzt kein Bock darauf, dass ich hier bin, oder? Hey, ist gar keine Einrichtung. Mach ich mir halt ein Bett. Wie der zu mir kommt und mich anguckt beim Schlafen. Ich denke mal, die Trades können wir gerade eh alle nicht machen. Oh, hat gerade jemand Schaden bekommen? Ich glaube, da wurde gerade ein Dorfbewohner gerippt von einem Spino. Wir nehmen aber mal ein bisschen was mit. Ich habe unten an Samen. Wir haben jetzt nicht alles drin, Mann. Wir können ja selber was anpflanzen. Aber ich glaube, so Weizen und so brauchen wir später halt. Das ist jetzt ganz praktisch, wenn wir das haben. Wir müssen ja auch unsere Dinosaurier füttern irgendwann. Pflanzenfresser brauchen halt so ein Zeugs. Und alles mitnehmen, was wir kriegen können. Ich hab halt die ganze Zeit nur Angst, dass die rüberkommen, die Spinos. Oh, Karotten, cool. Also ein Dorf ist schon praktisch. Das hier sind Radieschen, oder was ist das? Nee, rote Beete. Okay. Wir nehmen alles mit. Wir können da schon wieder neu anpflanzen, die Dudes. Das passt schon. Okay, perfekt. Ein bisschen Weizen und so lasse ich euch stehen. Dann seid ihr auch noch glücklich. Jetzt plündere ich nochmal eure Gebäude. Aber so wie es aussieht, habt ihr hier gar nichts.
Nee, da gibt's auch nichts. Oh, hier. Das ist dieser Fossilien-Trader. Der läuft hier auch rum im Dorf. Noch mehr Zeug. So schnell wird man in Minecraft von seinen Zielen abgebracht und abgelenkt. Aber das hier ist auch einfach gerade ein sehr schöner Fund, muss ich sagen. Das bringt mich auf jeden Fall voran. Aber irgendwie haben die gar nichts in den Häusern stehen. Okay, ich habe nichts gesagt. Hier ist ja richtig viel. Porzellanvolture. Ich weiß halt nicht, was das kann. Wir nehmen es auf jeden Fall alles mit. Alles Deko. Meine Bude. Guck mal hier, Scherben, die hatten wir. Die sind alle, wollen alle fleißig traden. Goldspeer, oh, und eine Scherbe. Den konnte man, glaube ich, auch werfen, den Speer. Können wir irgendwann mal testen, aber nicht jetzt. Wir nehmen aber hier alles mit. Keine Ahnung, was das teilweise ist. Hier ist ein Tisch, den brauchen wir nicht. Das war ein gutes Haus. Und hier sind Fossilien. Ach, das ist sogar so ein Fossilienhaus. Sehr interessant. Sehr schön. Das hat sich gelohnt. Hier sind bestimmt auch noch weitere Sachen drin irgendwo. Hier nicht. Ah, hier, guck mal. Bücher nehmen wir alle mit. Guck mal hier oben. Vielleicht finden wir ja auch den Kaltschavett. Nee, Sieb und Analysator. Oh, hier hätten wir echt den Analysator gefunden für die Fossilien. Dann hätten wir den nicht selber machen müssen. Hühneressenz? Was ist das denn? Das ist so krass, was wir hier finden. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt hier lassen soll. Blumentopf. Diese ganze Dekokram ist eigentlich nicht wichtig, ne? Ich sollte lieber das hier mitnehmen. Knochenmehl brauchen wir jetzt auch nicht. Das ist ja cool. Also erkunden lohnt sich halt richtig. Hier ist auch nochmal so eine Kirche. Ich denke mal, da vorne, die Häuser werde ich nicht erkunden. Das ist mir zu gefährlich mit den Spinos. Ich habe hier gerade eine gute Übersicht, ob hier Schleime sind. Slimeballs fehlen uns halt. Aber ich glaube, wir könnten gerade sogar versuchen, auf Verzauberungstisch heute zu gehen. Anstatt auf Slimeballs. Aber wir haben jetzt so viel Leder und Zuckerrohr. Da macht das, glaube ich, schon Sinn. Hier ist einfach nichts. Okay. Gar nichts. Wie doof. Ja, dann gehe ich mal zu dem einzelnen Baum, baue den ab und baue mir da ein Boot raus. Oh, was ist das denn? Das sind, glaube ich, Dodos. Richtig süß. Oh, die hätte ich ja gern, ne? Solche Süßen. Und dann diese Geräusche dazu, geil. Ich würde so gern Slime haben, aber das können wir halt gar nicht erzwingen. Das werden wir halt irgendwann einfach finden, denke ich mal. Ich frage mich, ob wir jetzt irgendwie einen Weg zurückfahren können, der nicht der gleiche Weg ist, aber ich glaube nicht. Aber wir könnten halt versuchen, hier oben lang zu fahren, dann hier irgendwie wieder rüber zu laufen. Hier ist unser Haus. Ich glaube, das macht sogar Sinn. Dann erkunden wir auch noch ein bisschen was. Vielleicht finden wir dann ja noch einen Slime mit etwas Glück. Der Baum da sieht ja cool aus. So einer Seite an der Klippe gewachsen, dann so schräg. Ich halte die Augen offen. Hier wieder ein interessantes Biom. Ich kann mir vorstellen, dass es hier halt solche Slimes gibt. Ich glaube, die können auch fast überall sein. Hier sind einfach die Triceratopse voll im Meer. Genießen das ein bisschen und baden. Oh, da fliegt irgendwas. Was ist das? Ach, hier vorne sind die.
das sind auch irgendwelche Urzeitvögel. Die hatten wir schon mal gemacht damals. Die waren immer sehr laut, ich erinnere mich daran noch. Die haben uns immer so ein bisschen genervt. Gott, was ist das? Ich glaube, das ist ein T-Rex. Vielleicht ist das ein Rex? Wir müssen eigentlich hier durch. Gott, schaffen wir das da durch? Komm, Risiko. Oh. Er hat uns echt nicht angegriffen. Ne, der ist auch anscheinend nicht böse. Der dreht sich da, der tanzt ein bisschen. Oh, hier sind noch mehr von denen. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ganz schön krass. Ich weiß halt nicht, ob das ein Rex ist oder was auch immer das ist. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Vor drei Stück. Oh, das ist mein Plan, geht nicht auf. Ich dachte, wir kommen hier irgendwie hin, aber hier ist über Land. Das heißt, wir müssen dann uns echt hier nochmal an Land begeben und dann zu Fuß gehen. Weil jetzt mit dem Boot zurück habe ich ehrlich gesagt nicht so Lust. Ja, hoffe ich mal, dass wir nicht sterben auf dem Weg. Davon sind schon wieder solche. Wir sind hier, glaube ich, echt in einem krassen Gebiet. Ich werde jetzt erstmal hier kurz stoppen und mir einen Unterstand bauen, schnell für die Nacht. Und dann, wenn es morgens ist, werden wir uns dann durch das Land kämpfen. Bin ich sehr gespannt, ob wir das überleben. Die Sonne steht wieder perfekt, dass wir geblendet werden. Die sind halt überall, da muss ich richtig vorsichtig sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die mich sogar one-hitten oder so. Oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Ich glaube, die sind chillig. Was ist denn das hier für ein Biom? Steppe oder so? Bäume sind auch echt interessant. Das ist wieder ein Fleischfresser, ein anderer. Ich glaube, das ist ein Allosaurus. Einfach so ein Lama da oben dazwischen und ein Skelett. Super, super spannende Gegend. Aber wir müssen halt hier lang. Wir müssen hier hin. Das heißt, wir müssen eigentlich... Ich gehe mal da hinten lang. Ich will den Berg natürlich nicht hoch, weil da halt der Allosaurus oben drauf ist. So weit ist das nicht. Okay, hier ist schon wieder Gefahr, die versteckt ist. Hey, überall sind diese Apex Predator. Schon ganz schön krass. Weiß halt nicht, ob die angreifen würden, wenn wir da hingehen. Ich denke mal schon. Ich meine, letztes Mal haben mich sogar diese kleinen Mini-Fleischfresser angegriffen. Wenn wir jetzt noch so einen Blob finden, das wäre genial. Ich glaube, so gering ist die Chance hier gar nicht in so einem Gebiet. Wir müssen halt nur gut die Augen offen halten. Man hat hier echt eine gute Übersicht. Und noch ein Dorf. Oh, krass. Vielleicht finden wir da jetzt ja noch den... was war das nochmal? Culture-Wett. Das wäre cool. Das ist auch nochmal sowas. Aber das Ding hatten wir letztes Mal auch schon mal gesehen. Da war ja nichts. Ich glaube, das ist sogar das, was wir gesehen hatten. Kann es sein? Waren wir dann auch schon bei diesem Dorf? Bin mir gerade unsicher. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist doch was anderes. Aber wir plündern wieder fleißig. Solange wir noch Platz im Inventar haben. Alles mitnehmen. Tut mir leid, Jungs. Ein ganz paar kleine Lücken lasse ich euch stehen. Keine Sorge. Ich nehme nur einmal grob alles mit. Der Rest kannst du behalten. Das passt schon. Plündere ich noch schnell eure Häuser. Gucken, ob ihr hier was Cooles habt. Also Deko und so, das kam nämlich nicht mit. Ich weiß halt nicht, ob wir sowas brauchen. Das ist einfach zu viel sonst. Bücher würde ich nochmal mitnehmen. Aber zur Not muss ich nochmal wiederkommen. Ich sehe ja die Dörfer auf der Karte. Aber ich will halt jetzt nicht mein Inventar so voll stopfen.
Steht der da so? Ich merke schon, ey, heute komme ich nicht zu meinen Plänen. Heute kommt da so viel dazwischen. Aber dann ist das so. Hier ist auch wieder ein Analysator. Hühneressenz. Biofossilien. Oh, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Da lassen wir dann die Knochen einfach hier. Kohle ist jetzt auch nicht so wichtig. Hier ist nichts drin. Was ist das hier? Ich glaube, das gehört nicht zum Dorf. Ich glaube, das ist so ein Tempel. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich vorsichtig sein, was Hallen und so angeht. Irgendwas stimmt hier nicht. Guck mal. Oh, da ist der Schatz. Wir bauen uns ganz vorsichtig runter. Weil da ist safe eine Falle oder so. Irgendwie habe ich das so in Erinnerung, dass es in so Tempeln Fallen gibt. Jetzt lassen wir lieber mal, Ganze gehen wir mit Vorsicht lieber mal an. Bauen uns ganz sachte runter. Da ist eine Druckplatte, guck mal, das ist safe, eine Falle. Okay, das nehmen wir einfach mal mit, das Fleisch, würde ich sagen. Dafür lassen wir... Was lassen wir denn hier? Ich will auch die Körner nicht hier lassen. Sand. Sandstein auch. Und dann nehmen wir das alles mit. Pferderüstung haben wir gefunden. Frag mich, ob man das auch für die prähistorischen Pferde benutzen kann. Das wäre ja cool. Die Seile brauche ich, glaube ich, später auch noch, ne? Auf jeden Fall dringender als Bruchstein. Meint ihr, ich kann die Druckplatte abbauen? Ja. Okay. Dann ist alles cool. Dann kann eigentlich nichts passieren. Verbrennung 1, verzaubertes Buch. Boah, was finde ich denn jetzt für Sachen? Schwarzpulver, Smaragd. Boah, ich bin überfordert. Ja, das können wir auch hier lassen. Da läuft. Oh, nochmal so viel. Kann man hier eigentlich alles irgendwie reinziehen ins Inventar? Ich weiß es nicht. Explosionsschutz. Als ob diese Deko-Sachen wichtig sind. Niemals. Man doch auch selber craften. Ah, ich bin mir unsicher. Komm, die Keramikscherbe lassen wir hier. Die hatte ich ja gegoogelt, die useless. Und dann noch mehr Schwarzpulver. Noch eine Pferderüstung. Fluch der Bindung. Auch eine Verzauberung. Das passt schon. Und jetzt gucke ich nochmal hier unter. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass hier so eine Falle ist. Guckt euch das an, wäre ich da runtergefallen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Fluchtweg hoch. Wenn ich das jetzt nicht richtig abbaue, wenn ich in die Luft fliegen. Da gehe ich dann rein. Okay. Kann nichts schief gehen. Das TNT würde ich nämlich auch gerne noch mitnehmen. Dafür lasse ich dann mal... was lasse ich denn hier? Rote Betesamen. Oder? Nee, nochmal so Dekokrams hier, so ein Ding. Ja, TNT nehmen wir mit. Dann würde ich gerne wieder hoch. Oh shit, ist schon voll Nacht. Dann schlafen wir nochmal in dem Dorf und dann geht's nach Hause. Gibt's natürlich wieder kein Bett. Ja, da gibt's noch Loot. Da gehen wir rein. Da sind auch die ganzen Dorfbewohner gerade. Hallöchen. Oh, Reliktschrott, den brauchen wir. Ah, das Inventar, es macht mich fertig hier. Das Ding brauchen wir nicht mehr.
So viele Glas. Die Scherben, jetzt will ich die aber haben. Diese Keramikscherben, sage ich euch ehrlich. Dann lassen wir so ein Ding hier einfach liegen. Mir ist alles egal. Ich bin völlig überfordert, was das Inventar angeht. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass wir so viel finden. Ist ja auch noch so ein Schwert rausgekommen. Und so ein Schädelblock. Oh Gott. Ja, ich lasse jetzt die Sachen hier alle liegen. Diese komischen Deko-Sachen. Doch, das Boot brauchen wir nicht mehr, hoffentlich. So, kann ich jetzt hier schlafen, Jungs? Was ist jetzt? Hast du das gerade gehört? Oh mein Gott, ich habe ihn fast angeguckt. Das war knapp. So, ich hau jetzt aber ab. Ich weiß nicht, ob ich alles gelootet habe, aber ich habe so viel Zeug dabei. Wir müssen jetzt nach Hause. Nützt nichts. Wir gehen jetzt auf direkten Wege und lassen uns nicht mehr aufhalten. Es war wirklich super erfolgreich. Einmal nochmal durch den Terrorwald mit den kleinen Viechern, die uns die ganze Zeit genervt hatten, getötet hatten. Aber dann haben wir es geschafft. Ja, da geht's schon wieder los. Boah, das sind aber auch Nervensägen, ne? Wirklich. Da steht schon der nächste. Wir müssen unbedingt umziehen bald. Sobald wir so ein bisschen mehr Equip haben. Weil ich mag den Ort nicht wegen den Viechern. Sind einfach zu nervig. Da ist unser Haus. Oh, wie schön. Okay, den haben wir gut abgewehrt. Man muss einfach tief ziehen mit dem Schild. Ja, Biofossilien haben wir einige. Die könnten wir auch in den Analyzer eigentlich packen. Warum nicht? Reliktschrott will ich auf jeden Fall behalten, damit wir die Schwerter irgendwann machen können. Und ansonsten würde ich jetzt hier auch alles reinpacken, was aus der Archäologie-Mod jetzt erstmal ist. So, dann stellen wir noch mal ein paar Bücher her, würde ich sagen. Machen wir erstmal so ein paar Seiten. 48 Stück. Oh, hier der Ofen brennt. Ich dachte gerade, oh mein Gott. Ich dachte gerade, mir brennt hier die Bude weg oder so, dass hier irgendwas passiert ist. Aber ist alles cool. War nur Paranoia. So, 12 Bücher sind das nur geworden. Okay, krass, wir brauchen viel mehr von dem Zuckerrohr. Aber wie viele Bücher haben wir denn schon? Wir haben doch auch schon einiges an Büchern. Da können wir schon Regale draus machen, denke ich. Da, guck. 8 Regale. Haben wir hier reingepackt, ne? Eins hatten wir erst. Okay, aber wir haben ja noch einiges an Büchern. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch mehr Holz. Das ist ja entspannt. Dann hacke ich nochmal Holz und dann können wir noch mehr Bücher machen. Sechs Stück nochmal, okay. Ich glaube, das reicht schon aus. Ich glaube, wir brauchen 15, um aufs Maximallevel zu kommen. Dann gucke ich jetzt nochmal, wie so ein Verzauberungstisch geht. Ich glaube, das steht hier nicht drin. Nee, google ich mal eben. Wir brauchen dafür auf jeden Fall Diamanten und Obsidian. Das würde ich aber sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Weil das ist heute irgendwie schon wieder komplett abgedriftet von dem, was ich mal eigentlich machen wollte. Weil eigentlich wollten wir ja Schleim suchen. Also wir können dann beim nächsten Mal auf jeden Fall das Verzaubern in Angriff nehmen. Vielleicht nochmal nach Schleim oder so suchen. Aber es geht wirklich richtig, richtig gut voran. Ich bin da echt glücklich gerade drüber. Es macht auch richtig viel Spaß. Und ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Dann würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.